Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück beim nächsten Part von The Long Dark, dem Halloween-Event. Und wir starten heute mal diesen Bildschirm. Diesen Bildschirm hatte ich gestern am ersten Tag nämlich auch schon. Der hat nämlich die ganze Sache hier ein wenig erklärt. Aber da hatte ich eine Probeaufnahme und das habe ich dann weggedrückt und dann kam das leider nicht mehr. Deswegen habe ich das heute jetzt mal so gelassen. Übrigens, Technik streikt mal wieder. Das hat man vielleicht im letzten Part. Ich habe ja beim letzten Part hinten rangeschnitten, die beiden Kürbisse, die ich noch gefunden habe. Dazu erzähle ich gleich noch was. Und bei dem ersten Part merkt man, dass gar keine Tonspur vom Spiel ist. Sollte irgendwas nicht klappen, es ist meine Schuld und die Schuld des Aufnahmeprogramms. Irgendwas ist schon wieder, ach, keine Ahnung, ist wahrscheinlich schon Feierabend dauerhaft. Ich habe keine Ahnung, was schon wieder hier Phase ist. Und ja, habe dann jetzt hier das versucht, jetzt mit aufzunehmen und lese das einfach mal vor. Wir sind bei Tag 2 von der Halloween-Challenge. Wenn das Video rauskommt, dann ist schon, ne, ihr wisst ja längst. Ich wollte doch noch mal kurz sagen, jetzt so, wo... Für mich ist heute tatsächlich Montag. Ich habe gestern natürlich den ersten Tag aufgenommen und ich war noch ein bisschen verwirrt. So ich muss manchmal ein bisschen oder musste ein bisschen reinkommen in die ganze Sache. Und ich würde halt, wie gesagt, jeden Tag immer die beiden Stunden aufnehmen, die wir machen müssen oder die ich machen will, um die Badges zu bekommen. Die würde ich immer aufnehmen und alles, was danach sozusagen ist, wenn ich die Zeit habe, mache ich das halt noch offline. Und ich nehme das einfach so ganz normal auf wie The Long Dark. Also ich schneide jetzt irgendwie nicht zusammen, was interessant ist oder wie auch immer, was jetzt actionlastig ist, sondern ich nehme einfach so auf, als ob ich The Long Dark aufnehmen würde. Und nur nochmal so als Hinweis, ich hoffe, das ist irgendwie rübergekommen. Ich fand das, also ich hoffe, ich war nicht so durcheinander. Und genau, also die Neuigkeiten sind heute. Tag 2 heißt Heulen und die Wölfe sind auf großer Bär zurückgekehrt. Nutze deinen Verstand und alles, was du schon zusammenklauben konntest, um zu überleben. Suche kalorienreiche Schokoriegel und besondere Vorratsverstecke, die Werkzeuge und Gegenstände zur Abwehr von Raubtieren enthalten. Das ist schon mal sehr interessant. Übrigens, die Thematik, der Robert meinte, Annika, du hast großer Bär erwähnt. Was zum Henker ist denn großer Bär? Mit großer Bär ist sozusagen die ganze Region gemeint, in der wir immer unterwegs sind. Also Rätsee, Küstenstraße, trostloses Marschland, was auch immer. Und alles zusammen heißt großer Bär. Seit dem Story-Modus hat das einen Namen bekommen. Also nicht verwirren lassen. Ich glaube, ich habe mich auch wirklich sehr dämlich ausgedrückt. Und super interessant. Ihr habt gestern schon super fleißig. Ich mache jetzt mal fertig. Und zweiter Tag, wir haben noch 19 Stunden übrig. Wir haben gestern... Ich mach mal weiter, ne? Ich überlege gerade, ich muss gerade ein bisschen organisatorisch. Ich gehe kurz. Nochmal vielen Dank für die ganzen Kommentare. Wirklich vielen Dank dafür. Und jetzt, Achtung, nicht erschrecken, wo ich bin. Wo ich bin? Tag 2 heulen? Und warum habe ich denn ein Erfrierungsrisiko? Kurz vor euch. Ihr fragt euch, Annika, wo bist du? Und mir ist gestern, ich fand das gestern interessant, ich habe gestern, guckt mal, das ist halt die Hauptkarte, ne? Das ist mir gestern nicht aufgefallen. Also wir sind jetzt natürlich Küstenstraße und wo ich gerade bin. Ich bin natürlich nicht dort, wo ich mich zuletzt ausgeloggt habe. Ich bin nämlich in dem Trailer... Genau, ich bin nämlich in dem Trailer. Wenn wir jetzt hier rausgehen würden, wäre hier dieser Verladeplatz. Ich bin oberhalb der Küstenstraße und dort hinten, ihr seht ganz genau, wo ich hinzeige, ist der Tunnel zum Rätselsee. So, jetzt aufgepasst, ich bin deswegen hier, weil ich habe ja wie gesagt offline die beiden Kürbisse gesucht, weil das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Was ich in den Kürbissen gefunden habe, war hauptsächlich, also... Das Krasseste sind, guckt mal, wir haben Kaninchen, Pelz, Fäustlinge. Die waren in dem einen, in diesem Behälter. Es wurde auch gesagt, es gibt immer zwei Caches, also zwei Behälter. Und ich denke, die sind nur bei diesen Kürbissen. Und da, die beiden Plätze, ich habe dann nach in einem Forum mich ein bisschen rumgewühlt, die sind immer unterschiedlich. Tatsächlich war bei fast allen der eine Kürbis beim Campingplatz, war bei mir überhaupt nicht. Wie gesagt, der eine war bei mir... weiter unten. Ich kann das ganz schlecht beschreiben. Ihr wisst doch, wo wir hier sind. Also, vielleicht einige. Wir sind hier oberhalb der Küstenstraße. Wenn man vom Rätsel zur Küstenstraße gehen will, hier sind wir oberhalb. Also da, wo man rauskommt aus dem Tunnel. Und wenn man hier runter geht, kommt doch noch ein Trailer. Und da bin ich einfach rechts den Berg hoch, weil ich mir dachte, seit wann kann man da denn den Berg hoch? Und da war der erste Kürbis. Und der andere Kürbis war bei der stillen Lichtung.
Ah, die ist oberhalb der Tankstellen und des Tankstellengebiets. Aber der andere Kürbis ist aber immer unterschiedlich. Also verlasst euch da nicht drauf, ne, wenn ihr irgendwo das gelesen hattet. Ist jetzt sowieso zu spät für Tag 1, davon mal abgesehen. Das ist halt immer sehr unterschiedlich. Und ich habe einerseits nicht nur die Fäustlinge wichtig, war tatsächlich, ich weiß nicht, wir haben eine Taschenlampe gefunden, hochaufgeladene Taschenlampe. Benutze diese leistungsstarke Taschenlampe, um Wölfe abzuschrecken, wenn der Himmel leuchtet. Und ich weiß, dass morgen ist die Aurora dran. Und ich frage mich jetzt, ist man am Arsch, wenn man diese Taschenlampe nicht gefunden hat? Was mache ich denn morgen, wenn ich keine Taschenlampe habe? Ich habe übrigens noch mehr Fragen als gestern. Und dann war natürlich, der Knüller war natürlich das jetzt. Bei dem zweiten Kürbis war nämlich das Gewehr dran. Ich wollte, da sind 5 Schüsse drin. Und wie viele Schüsse habe ich denn? 8. Oh, Sir, die werden wir, glaube ich, oh Gott, ich wirklich, mir geht der Arsch auf Grundeis heute. Weil ihr seht ja schon, was dort oben steht. Tag 2, Vorsicht! Wölfe sind auf großer Bär zurückgekehrt, überlebe mindestens 2 Echtzeitstunden, um Fortschritte für die 4 Tage Nachtbelohnung zu sammeln. Man könnte jetzt ja sagen, wir bleiben jetzt einfach 2 Stunden lang hier drin stehen. Ich kann mir sogar vorstellen, dass der ein oder andere so schlau war und sich ein Lager gemacht hat. Der Herr Skywatcher, Martin Skywatcher hat ja auch gesagt, so, oh, hoffentlich hast du die Küstenstraße verlassen, weil, also, ich weiß nicht, wie das jetzt sich handhabt. Es sollen ja jetzt mehrere Wölfe sein. Und, na, sagen wir jetzt mal Küstenstraße, hatten wir manchmal 8 Wölfe auf dem See, nehmen wir jetzt mal doppelte, 16 Wölfe auf dem See, also, versteht ihr, was ich meine? Ich weiß nicht, ob die, sind die Wölfe jetzt auch da, wo sie sonst immer sind, in ihren Gebieten? Also, die Wölfe haben halt einfach ihr Gebiet. Es gibt Gebiete, da ist nie ein Wolf, und dann gibt es Gebiete, da sind immer Wölfe. Zum Beispiel vom Staudamm sind grundsätzlich jetzt ja Wölfe, mal 2, 3 Stück. Und wenn da jetzt steht, die Wölfe sind zurückgekehrt, und es steht auch in der Beschreibung auf der Long Dark-Seite, dass die halt ganz viele sind, das, ne, den kann man ja einfach in dem Sinne aus dem Weg gehen, indem man sich hier einbunkert. Und ich muss auch sagen, ich habe mich während der Offline, ich glaube, ich habe nicht länger als 2 Stunden offline gespielt. Ich habe noch ganz viele Schokoriegel gefunden. Ich habe mich nur von 2 Tassen Kaffee, einer Tasse Tee und Rohrkolben. Es gibt ja hier Rohrkolben, ne? Ich bin ja auf dem Weg und den Fluss auch Rohrkolben. Hey, wer hätte, ich habe die Rohrkolben vergessen, es existieren Rohrkolben. Ich habe gestern bei dem Felix, den hatte ich ja erwähnt, das ist einer meiner besten Freunde, der spielt, der hat gestern The Long Dark gestreamt. Und der hat einen Schokoriegel gegessen und hat eine Lebensmittelvergiftung bekommen. Ich habe bis jetzt noch keinen Schokoriegel gegessen. Irgendwer hat auch irgendwas erzählt mit den Schokoriegeln, dass das ganz komisch ist und dass die irgendwie... Ich habe auch was im Forum gelesen, bei einigen haben die Schokoriegel an Wert verloren. Also statt 2500 hatten die gar nicht mehr diese Kalorien. Frischer Schokoriegel. Also alles ganz seltsam, wirklich ganz durcheinander ein bisschen. Aber irgendwie auch ganz cool. Und ich habe mir dann gedacht nämlich, also mein Vorhaben war ja schon gestern zum Rätselsee zu gehen. Ich habe das gestern leider überhaupt, also ich hätte offline ja noch hingehen können, habe das aber zeitlich überhaupt nicht geschafft. Ich bin ja abends noch essen gegangen und Bowling gegangen. Und während ich hier stehe, sollte ich mir vielleicht überlegen, ein bisschen schlafen zu gehen, ha? Und vielleicht vorher, komm, wir trinken einen Tee, einen Feuer wäre vielleicht ganz nett für, wir müssen wieder Tee und Kaffee kochen. Das hat zeitlich überhaupt nicht geschafft. Ich gestern Abend noch essen und bowlen war und nach dem Essen und dem Bowling war ich tatsächlich noch hier an der Küstenstraße eigentlich woanders und habe mich noch sozusagen hier hochgeschleppt, weil ich dachte mir, naja, dann versuchen wir doch morgen einfach mal zum Rätselsee rüber zu gehen. Weil würde ich wahrscheinlich alleine spielen, würde ich vielleicht auch versuchen, die Variante zu nehmen, mich irgendwo einzubunkern und dort zu bleiben. Ich glaube, der 4. Tag besteht aus Blizzards, also Picknickwetter. Das Ding ist, ich kann mir kaum vorstellen, dass man, wenn man auch die Badges haben will, 6 Stunden Realtime nur mit dem Zeug überleben kann. It needs something to eat. Ja, Anna, es tut mir leid. Ich kann es nicht einschätzen, ich weiß es nicht, ob das funktionieren würde. Aber das mache ich natürlich nicht. Ich nehme das auf. Und ich kann hier nicht einfach drinnen sitzen die ganze Zeit. Also das mache ich jetzt schon. Guck mal. Wir haben schon 1 Stunde und 53 Minuten müssen wir noch. Also wir haben schon 7 Minuten hier drinnen verbracht. Kann man machen. Fände ich sogar irgendwie legal. Gerade für Leute, denen es wirklich schwerfällt. Das ist halt hier
Stalker-Modus mit seltsamem Loot, wie ich finde. Also ich finde, der Loot-Table ist nicht so wie im normalen Stalker-Spiel. Was wollte ich denn? Wenn ich rede kann und ne, kann ich immer noch nicht. Ich wollte meine Gesundheit anschauen, mit der ist alles okay. Ja. Der Loot-Table ist seltsam, ist gerade aus dem Felix aufgefallen. Ich fand es auch super interessant, dem zuzuschauen, weil er halt so ganz anders spielt als ich. Es liegt auch daran, dass er halt nicht so, natürlich noch nicht so die Erfahrung hat. Und das ist ganz, ich finde das furchtbar faszinierend, wie sich das so unterscheiden kann, das Spielstil. Und ich spiele ganz schön Kamikaze, ist mir gestern aufgefallen. Ich renne hier rum, oh, brauchen wir nicht, lass ich liegen. Ich denke halt die ganze Zeit dran, dass der Spielstand ja nur bis übermorgen noch geht. Und, so, was soll ich mir jetzt die Mühe machen, das Rehfell mitzunehmen? So denke ich halt die ganze Zeit. Tja, aber wir wollen ja natürlich auch weitermachen und ich würde natürlich auch gerne die Kürbisse noch aus dem Rätselsee finden und so ein Kram. Ich weiß ja gar nicht, es sind einige Gebiete abgesperrt tatsächlich. Wir können nicht in alle Gebiete und der Rätselsee ist einer der Gebiete, in dem man rein kann. Zum Glück, sonst wäre ich jetzt hier oben sehr verloren. Und ja, wir müssen uns auf jeden Fall ausschlafen. Und das Problem ist auch, ich bin ganz schön dolle überladen. Das liegt daran, dass wir eine Waffe haben. Aber ich habe gestern gesehen, der Felix, der rennt auch grundsätzlich mit 34 Kilo rum. Was willst du machen? Ich habe auch eine Axt gefunden, meine Lieben. Ich habe ganz viele Dinge noch gefunden. Das ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen komisch für euch. Ich habe Dinge. Ich habe eine Axt hier tatsächlich vor der Tür gefunden, bei der Leiche. Ich frage mich auch, ich glaube, wir brauchen gar nicht den Dosenöffner. Weil es stand jetzt ja auch, dass wir uns von Schokoriegeln ernähren sollen. Ich glaube wirklich, es gibt nur Schokoriegel. Und was man halt so, Tee, Kaffee, Rohrkolben. Und wenn es noch ein paar Kadaver gibt, die kann man ja auch auseinandernehmen. Habe ich tatsächlich auch zwischendurch. Einen Kadaver habe ich noch gefunden. Den habe ich das Fleisch entnommen und mich auch davon ernährt. So, jetzt geht's los. Ich will nicht raus, ne? Ich habe so eine Angst. Ich weiß auch nicht, was passiert, wenn wir sterben. Können wir dann nochmal bei Tag 2 anfangen? Ist mein Bett dann weg? Ich weiß es nicht. Ich würde gerne hier 2 Stunden wirklich auch drinnen stehen bleiben. Ich kann es nur nicht. Ich mache es nicht. Wird mir sehr komisch bei vorkommen. Ich wollte gerade schauen. Ich glaube, ich würde mal das schärfen. Hab hier wenigstens ein bisschen Zeit. In der Hoffnung, wenn wir einen Wolf angreifen, dass der dann Schaden davon nimmt. Ich frage mich auch gerade. Ich würde halt mir gerne Tee und Kaffee machen. Hier drin ist aber, ich glaube, wir haben ihn in der Hand, ne? Hier drin ist keine Möglichkeit, was zu machen. Ich könnte Sachen aber auseinandernehmen. Und vor der Tür Feuer machen. Frage ist, sind die Halloween-Wölfe, lassen die sich abschrecken? Das ist die erste Frage, die ich tatsächlich habe. Lassen die sich von den Sachen abschrecken, von denen sich auch die normalen Wölfe gerne abschrecken lassen? Wie Magnesiumfackeln, normale Fackeln, Feuer. Überhaupt, wenn man ein Lagerfeuer macht, dann greifen die einen ja auch nicht an, ne? Also, die rennen dann immer weg. Nächste Frage. Ist das Spawn-Table verändert worden von den Wölfen? Wenn nicht, dann haben wir hier oben keine Wölfe. Wenn doch, dann haben wir hier oben Wölfe wahrscheinlich. Ich weiß es. Ich habe so viele Fragen, wirklich. Ich habe so viele Fragen. Und jetzt muss ich mal gucken, 3 Stück. Ah, ich habe nicht so viel Zeug. Also, wir haben da... Alter, die Streichhölzer, ne? Die Streichhölzer. Ich brauche ein bisschen Holz. Ich suche mal, wo ist denn der Stuhl? Oh, jetzt habe ich das losgelassen. Ja, ne? Also ich hoffe, euch geht's gut. Ich sehe immer bei Steam, der eine oder andere spielt auch fleißig. Freue ich mich sehr. Das macht ja, also das ist irgendwie halt cool, ne? Weil es halt wirklich... Stuhl. Kann ich das mit der Hand auseinandernehmen? Tatsächlich. Es gibt auch einige Dinge, die haben sie tatsächlich geändert. Also so, zum Beispiel die... Ich habe auch gelesen im Forum, der eine meinte, die Kisten in der Tankstelle, die lassen sich mit der Hand auseinandernehmen. Das geht sonst halt irgendwie nicht. Aber wir haben ja auch schon mal festgestellt, dass man Stühle, die umgekippt sind, mit der Axt auseinandernehmen muss und Stühle, die noch stehen, die kann man mit der Hand auseinandernehmen. Seltsame Sache. Sehr seltsam. So, ich würde es wagen. Ach du Kacke, ich weiß nicht, ob ich... Wisst ihr, wie ich das jetzt wage? Ich gehe einfach gleich mit einer Fackel raus. Was ist denn das eigentlich? Köder ablegen, Navigation, Erste Hilfe. Daran muss ich mich auch noch gewöhnen. Essen, Lichtquellen. Ich nehme jetzt diese Fackel. Zünde diese Fackel an, weil... Ja, komm, nimm die Streichhölzer. Wir haben 5 Milliarden Streichhölzer. Gehe damit raus.
Das Ding ist auch, der erste Wolf wird uns ja nicht. Oh, jetzt fängt's an. Okay, wir scheinen hier safe zu sein. Wir scheinen hier safe zu sein. Zünde es doch bitte an. Habe ich jemand schon mit einer Fackel ein Feuer angemacht? Gott, ich bin ein bisschen. Ich hab ein bisschen Angst. Ich mag gar nicht, ey. Puh. Ey, Trottel, ey. Ich hätte doch gestern einfach mal noch, wo die Wölfe nicht da sind, in den verdammten Staudamm gehen sollen. 2 Stunden können wir uns im Staudamm aufhalten, glaubt mir. Das ist so ein riesen Areal, dieser Staudamm. Oh Gott, Anna, erschreck mich nicht so. Dann mach ich's mit einem Feuerstahl, komm. Kann ich vorher mal die Fackel vielleicht ausmachen? Ich bin mir nicht so sicher, ob ich das machen sollte. Ich bin mir gerade mit nicht sicher. Mach 3 Kreuze. Come on, little fire. Boah, morgen wird nicht besser. Morgen müssen wir eine Sache machen, die ich noch nie gemacht habe. Morgen ist, glaube ich, Aurora die ganze Zeit. Das heißt ja, die Wölfe sind noch aggressiver. Ich frage mich halt auch, welchen Aggressionsgrad die gerade haben, die Halloween-Wölfe. Normaler Stalker-Aggressionsgrad oder... So, nein, leg doch mal die tolle Fackel aus der Hand, Anna. Kann ich nämlich mal dieses Feuer hier... Sehr gut. So, nein, das will ich alles gar nicht. Ich weiß noch mal nicht, wie ich... So. Wir machen uns jetzt ganz tolle Sachen. Wir machen uns jetzt erstmal noch Tee. Wir können auch Lackpolling... Ich glaube, ich mache mal Lackpolling-Tee auch. Einfach um... Sollten wir auch eine Magenverstimmung bekommen? Dadurch. Ach ja, ich habe das Heulen sehr vermisst. Oh fuck, ey. Also ich weiß, dass unterhalb es sein kann, dass dort Wölfe rumrennen. Das wäre jetzt der Vorteil, wenn man einen großen Kochtopf hat, ne? Übrigens bei Vollmond ist... Ich bin gestern nur gelaufen, wenn Vollmond war. Ist die beste Taktik, die man tatsächlich machen kann. Weil dort die Helligkeit wirklich genug ist, um... um rumzulaufen. Die Zeit, wenn nicht Vollmond ist, kann man halt dann dafür nutzen... zu schlafen oder andere Dinge zu machen. Ich habe auch ein Buch gelesen, nämlich das Buch fürs Schießen. Das, ne, dachte ich mir, ist vielleicht mit am besten. Hier sind keine Wölfe, ne? Die laufen unterhalb, müssten welche sein. Von daher, bin noch guter Dinge. So, machen wir noch einen Kaffee. Haben wir noch, wie viel Wasser haben wir eigentlich? Nicht, dass ich mal zwischendurch mal lieber Wasser machen sollte. Und warum sehe ich die ganze Zeit ein Ladesymbol? Windows macht keinen Unsinn. Achso, das muss man ja immer zweimal machen. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich bin so unsicher, ne? Ich guck die ganze Zeit, ich bin richtig paranoid. Ich habe die ganze Zeit Angst, dass mir was passiert. So. Ich würde gerne noch mehr machen, tatsächlich. Nochmal einen Kaffee und nochmal einen Tee mindestens. Dann würde ich nochmal gerne ein bisschen Wasser machen. Tee, Tee, Tee. Huch, Gott, das war... So. Und mit dem Rest machen wir ein bisschen Wasser. I laid out.
Oh Gott. Gut. Gut, willkommen bei So Long Dark ist abgestürzt? Nee. Hä? Hä? Hallo, das war mein Steam. Oh, das war mein Steam. Hat man das? Das hat man gesehen. Ich habe nämlich Bildschirmaufnahme, weil So Long Dark sich nicht aufnehmen lässt. Warum ist das jetzt passiert? Warum ist das passiert? Ich sag doch, irgendwas stimmt hier heute nicht. Irgendwas stimmt nicht. Jetzt habt ihr meine 5 Milliarden Spiele gesehen, ne? Ich werde sie irgendwann alle gespielt haben. Irgendwann schaffe ich das. So, jetzt bin ich völlig raus. Wir waren gerade am Wasser machen, ne? Wasser. Was war das denn? Warum ich, als ob ich rausgetappt wäre, ne? Ich hoffe, mit der Aufnahme stimmt alles. Ja, das sah gerade falsch aus. Aber das stimmt alles. Okay, wir haben ja noch eine Stunde. Wir können noch mal ein bisschen Wasser kommt. Uns geht zwar... Uns geht schon gut. Passt schon. Zwei Sachen rot. Uns geht super. So, jetzt trinke ich mal was. Hä? Irgendwie... Irgendwas ist mit meiner Maus ganz seltsam. Die hat gerade... Ich bin... Gruselig. Gruselig. 50 Minuten. Naja, dann können wir auch nochmal Tee und so einen Scheiß machen. Das sind Kalorien. Kalorien, die wir brauchen, die wir nicht haben. Ich könnte auch langsam vielleicht mal mir zuliebe einen Schokoriegel essen, weil ein paar sind ja auch schon fast schlecht. Noch haben wir gerade gute Chancen, eine Lebensmittelvergiftung auszustehen. Noch. Noch. Die Eule ist okay. Die Eule mag ich. So, Ecke rein. Oh, kochen. Level 2. Wow. So, was wir jetzt tun werden, ist Tee zu trinken. Der ist sogar noch heiß. Bringt uns hier drin eher weniger. So, und damit werde ich mich jetzt ausruhen. Ich müsste einmal nach... Doch, ich sehe das Bett. Ich sehe das Bettchen. Ich kontrolliere die ganze Zeit. Jetzt mache ich mir den Kopf. Ich hoffe, mit der Aufnahme stimmt alles. Ich weiß nicht, was los ist. Seit dem Windows-Update, was eigentlich bei vielen eigentlich schlimmere Fehler verursacht hat, ist bei mir irgendwie alles ein bisschen seltsam. Ich weiß nicht. Manchmal das Gefühl, dass bei mir auch deswegen manchmal alles seltsam ist. Wegen meinen Monitoren. Also. So hungry. Irgendwie mit 4K kommt irgendwie nicht jedes Spiel so gut klar tatsächlich. Das ist ganz komisch. Könnte man fast denken, aber also könnte man sich eigentlich heutzutage nur 4K ist ja schon eigentlich normal, aber irgendwie nicht. Manche Spieler haben ein bisschen Problemchen damit. Deswegen spiele ich meistens nur auf, also ich nehme meistens ja sowieso nur auf 2K auf, weil ich habe so einen guten Rechner, aber so gut ist er dann doch nicht. So, ich esse das jetzt. Er ist schimmelig, lecker, schimmeliger Schokoriegel. Ich gehe heute noch los, keine Angst, ich weiß, ich ziehe das raus, hinaus, aber ich muss gucken, wir müssen irgendwie rennen können und ich muss ausgeruht sein. Wir haben ja das Zwischengebiet. Im Zwischengebiet, zumindest in diesem Zwischengebiet, existieren eigentlich keine Wölfe. Eigentlich. Ich bin mir nicht mehr sicher. So, wir essen das. Oh Gott, bitte, bitte, lieber Long Dark Gott, keine Lebensmittelvergiftung. Der arme Felix gestern, der hat mir so leid getan, dass er eine bekommen hat. Ich hätte voll Panik geschoben. Der ist völlig ruhig geblieben. Ich schiebe immer Panik, wenn wir das haben. Okay. Anna, 2500 Kalorien. Genieße sie. Einmalige Sache heute. Traumhaft. Als der Felix gestern den Riegel gegessen hat, hat das nicht seinen Magen gefüllt. Also so kaum. Was ist denn da los gewesen? Ich habe das ganz oft gelesen. Irgendwas ist mit den Riegeln. Haben die irgendwann weniger... Wert für uns, also vom Essen her. Oh, guckt euch das mal an. Jetzt können wir hier richtig gut schlafen, ne? Alle klar, wir schlafen jetzt mal. Okay, 5 Stunden soll ich ein bisschen übertrieben. So richtig ausgeschlafen und ausgeruht war die Anna schon lange nicht mehr. Kriegen wir alle hin. Wäre auch nichts Neues, wenn wir mal wirklich einen ganzen Part
am einem Fleck sind, das ist nichts Neues. Nein, nein. Das ist aber gar nicht mehr so viel Wasser. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Kann ich gerade nicht beurteilen. Ich schlafe so lange, wie ich kann. Puh. So. Alles klar. Uns geht's richtig gut, ne? Was ich noch nicht gemacht habe, tatsächlich ist, mal die Waffe zu nehmen. Ist die denn eigentlich... Werden mir eigentlich hier drinne keine Patronen angezeigt? Okay. Ich guck gleich mal, was draußen jetzt für Wetter ist, ob wir losgehen können. Nein, ich will nicht schlafen. Mal die Lampe anmachen. So, wir haben alles hier. Wir könnten das... 36 ist gut. Ist nicht perfekt, aber ein bisschen rennen können wir. Kein Problem. Den Wollpullover brauchen wir erstmal nicht. Okay, ich gehe raus. Ich nehme aber die Waffe im Anschlag. Mit der ich kann... Ach, jetzt! Okay. Sehr gut, Anna. Sehr, sehr gut. So, wo war jetzt die Tür? Ich weiß es nicht. Hier ist das Bett, also muss irgendwo hier die Tür sein. Da, da ist die Tür. Da ist die Tür, bitte gehen Sie. Nicht bei dem Wetter. Nicht heute. Eigentlich nie. Das wird am vierten Tag witzig, wenn nur Blizzard ist. Das wird witzig. Aber so gehe ich nicht los. Nein, nein, so gehe ich nicht los. Das bringt überhaupt nichts. Obwohl, die Wölfe sieht man jetzt gut, ne? Mit ihren roten Augen. Gott, ich möchte nicht. Böse, böse Wölfe. Bin komplett erholt aufgewacht, ein Traum. Und ich habe den Überblick verloren, wo ich bin. Noch besser. Ich gucke mal, wie es so aussieht. Ist das jetzt gerade so hell, weil ich die Lampe an habe oder weil es einfach hell ist? Ich muss das gut abschätzen. Wir sind gleich in einem Gebiet. Dort gibt es nur eine Höhle, glaube ich, als Unterschlupf, oder? War da nicht eine Höhle? Nach unten kann ich nicht klettern, ich habe kein Seil. Ja, dort habe ich keinen Unterschlupf. Ich muss das gut timen. Tatsächlich muss ich das gut timen. Was mir gestern auch beim Offline-Spielen aufgefallen ist, ich hatte manchmal halt, wenn Vollmond ist, ist halt richtig super. Und bin da manchmal gelaufen und dann wollte ich aber zum Beispiel jetzt den nächsten Trailer irgendwie untersuchen und dann ist mir aufgefallen, dass sich dann sofort das Wetter ändert tatsächlich. Also sobald man manchmal irgendwo reingeht, ist das Wetter dann auf einmal schlechter. Also in dem Fall meistens schlechter. Fand ich super seltsam. Also manchmal muss man tatsächlich sogar ein bisschen überlegen, also zumindest jetzt in dem Event überlegen, gehe ich da jetzt rein? Und übrigens, ich habe auch eine Kampfhose gefunden in einer der Behälter. Die wollte ich, glaube ich, nochmal, die können wir gerade nochmal reparieren, weil wir gerade die Möglichkeit dazu haben. Und es ist gescheitert, das ist super. Bräuchten, glaube ich, mal einen neuen Stoff. Und das war halt auch mal sehr interessant mitzubekommen. Komme ich... Oh. Okay. Habe ich den nicht weiter repariert? Aber wahrscheinlich ist es jetzt nur in diesem Event so. Weil eigentlich war mir, wenn wir ganz normal Salon Dark gespielt haben, dass das nicht so extrem war. Also da war oft halt auch dasselbe Wetter draußen. Ist das wieder weggesteckt? Ja, natürlich habe ich es weggesteckt. Wenn wir halt irgendwo reingegangen sind und dann wieder rausgegangen sind, war dann halt auch noch dasselbe Wetter. Wo war denn das? Ich brauche das Kissen hier. Ich will nämlich gerne... Ah, ist kacke, dass Anna mal so... Warte mal. Kissen? Kissen? Wie man hier einfach nicht sieht.
Wohnwagen verlassen? Ja, nein. Na, ich will nicht die Lampe dabei anhaben. Oder sie wegst... Warte mal, ich mach das anders. Hier, wir haben ein paar Streichhölzer. Zünd mal eins an, Anna. Ja, sehr gut. Schön, dass sie genau in der falschen Richtung war. So, kann ich das... Ich habe auch noch ein Messer gefunden. Ich weiß nicht, ob ich das in der Aufnahme gefunden habe oder außerhalb. Das weiß ich einfach nicht. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen Stoff. Zwei Stück ist nicht viel, aber reicht. Genau. Dann... Gucken wir mal, ob es besser ist mit dem Wetter. Dann können wir nicht im nächsten Part losgehen. Wow! Ja, perfekt. Das meine ich, das ist das Wetter. Und ich bleibe jetzt hier draußen stehen, weil ich habe Angst, jetzt, wenn ich reingehe, dass dieses Wetter nicht mehr da ist. Das ist ganz komisch. So, dann würde ich sagen, ach Gott, auf ins Getümmel. Das wird hart. Ich frage mich auch, im Story-Modus mussten wir einen Schlüssel finden, ne, um in den Damm zu kommen. Ist das jetzt auch so? Muss ich erst in die Trailer rein, um in den Damm zu kommen? Seit dem Story-Modus habe ich nicht mehr viel die Karten gespielt. Das ist gerade ein großer Nachteil, glaube ich. Oh. Ich muss gucken. Wir gucken mal, wie wir das hinbekommen. Puh, das wird witzig. Ich bin gespannt, ob im Zwischengebiet Wölfe sind oder nicht. Wir schießen sie alle über den Haufen, ich hoffe. Und ja, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es ist nicht ganz so durcheinander. Und ich hoffe, für euch ist das alles okay, so wie ich das aufnehme und dass ich das so oder so mache. Ja, dann... Sehen wir uns im nächsten Part wieder und hoffentlich schaffen wir heute das erste Badge zu bekommen. Wenn wir nämlich heute die 2 Stunden schaffen, dann kriegen wir das erste Badge. Ja, ich will's haben. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Part. Bis dann. Tschüss.